ein herzliches Hallo von mir an euch. Endlich geht's los. Was sind das für Lobbyzeiten? Wir spielen Killer. Irgendjemand hat sich die Map gewünscht. Und ich glaube, ich spiele gegen Leute, die nicht in meinem Rangbereich zu Hause sind. Wir gucken, wie es läuft. Aber ich habe heute mal ganz special ein Mori dabei. Das heißt, ich werde einfach jeden, der mal irgendwie gehangen hat, direkt Morin. Das habe ich euch ja hier quasi noch gar nicht so richtig gezeigt, dass das geht. Oh, sie geht da lang. Sie musste jetzt ziehen. Ah, sie passt auf. Wow, der erste Gen ist durch. Und ich habe sie einfach verloren. Wir gehen mal dahinter. Soll's. Ich hätte mich eigentlich auch direkt ganz hinterporten können. Oh, jetzt gehe ich wieder in diese Richtung. Aber wir können sonst auch... Da ist wer. Ach so, sie schläft noch nicht. Okay. Ist klar, dann nützt mir die Falle auch nichts. Die sind echt gut. Ich habe schon wieder meine Schwierigkeiten, überhaupt irgendjemanden zu bekommen. Wie gesagt, ich versuche einfach jeden direkt zu Morin, der irgendwie am Haken war. Sie geht durchs Fenster, sie hat bestimmt Flink. Hat sie, glaube ich, nicht. Okay. Ein Troll ist unterwegs. Schade. Los, ich muss euch aufhängen. Zieh die Palette. Genau. Alter, jetzt hat sie mich so erschrocken, dass ich vergessen habe zu schlagen. Das ist immer so ärgerlich, ne? Du wartest Ewigkeiten auf eine Runde und dann läuft es einfach nicht. Die ziehen mich hier komplett ab. Ich treffe aber auch null heute. Sie hat sogar Zeit. Sie hat Balanced Landing, oder? Wow. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt dazu komme, meinen Mori zu nutzen. Ich glaube, ich habe das umsonst mitgenommen. Es wird gleich der nächste Gen angehen. Aber wie gesagt, ich kann erst Morin, wenn sie einmal gehangen hat. Das heißt, sie muss nochmal gerettet werden und ich muss sie dann nochmal bekommen. Da ist noch hinten die Fang. So, hier ist eine Palette. Oh, hast du dich verlaufen? Ich glaube, das war so nicht geplant von ihr. Bringen sie dorthin. Es wäre cool, wenn der andere auch noch gerettet wird. Ich habe auch Pop Goes the Weasel dabei. Das ist total verschwendet. Hat die sich jetzt ernsthaft selber befreit? Sorry. Ich möchte so gern das Mori zeigen. Die andere haben sie direkt runtergeholt, ne? Aber die Nea. Vielleicht schaffen wir ein Mori. Das wäre schon ganz cool. Ich würde jetzt auch gerne auf die Fang gehen, weil ich befürchte, die Kate hat...
Hast du noch einen Strike? Egal. Wir können sie ja töten. Ist noch wer? Ah, Luke. Alles klar. Okay, da waren Kratzspuren. Die Person, die kann eigentlich nicht so weit weg sein. Wir haben noch Nöt. Und wir haben den Blutwächter. Ich will sie jetzt aber nicht so lange liegen lassen. Sonst hauen die mir alle ab. Hier war noch wer. So, dich können wir doch töten, oder? Ja. Das ist zwar jetzt nicht so die punktreicheste Runde für mich durch die Moris, aber... Bin ich hier dran? Ah. Okay, sie geht einfach raus. Oh, schade. Jetzt habe ich nur 2 von 4 Moris nutzen können. Ja, das ist halt jetzt ein bisschen... Ja, okay. Ich hatte Nöt. Aber es ist jetzt ein bisschen feige gewesen, auch von ihr direkt rauszurennen, oder? Ja, okay. Ich werde direkt beschimpft, aber guckt euch auch mal bitte das Matchmaking an. Ich weiß gar nicht, was haben die denn für Spielstunden? Das interessiert mich jetzt. Ob ich das sehen kann. Hier sehe ich es nicht. Hier sehe ich es auch leider nicht. Hier sehe ich es auch nicht. Und hier? 1200 Stunden. Ich habe knapp 600. Okay? Außerdem habe ich ja das, Mori mitgenommen, um es euch auch so ein bisschen mal zu zeigen. Und guckt mal. Ich habe immer noch die meisten Punkte in der Runde. Ach Gott, ey, das ist aktuell so schwer. Also, ich habe wirklich schon viele Aufnahmeversuche gestartet diese Woche. Und entweder ich werde extrem abgezogen oder Leute disconnecten und es ist gerade irgendwie schwierig, eine Runde für euch aufzunehmen, die irgendwie ein bisschen interessant ist. Ich glaube, die war jetzt auch nicht so mega interessant, aber die Moris... Allein deshalb lasse ich die Runde jetzt auch für euch drin. Aber das ist so unglaublich schwer aktuell. Und bis man überhaupt eine Lobby gefunden hat, wartet man locker eine Viertelstunde. Also, ja. Ich verabschiede mich aus der Runde. Vielleicht gibt es nächste Woche eine etwas spannendere Runde. Wir werden sehen. Vielleicht geht die dann auch ein bisschen länger. Who knows? Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche Dienstag zu einer neuen Killer-Folge oder Donnerstag zum Let's Play Together mit der lieben Susi oder am Wochenende mit Survivor-Folgen. Wie auch immer, wir sehen uns sehr gerne wieder und ja, habt eine ganz tolle Woche. Bis dahin, macht's gut!